Hallo und herzlich willkommen im Wald. So sieht's Bild besser aus. Hab hier ein schönes Sitzbänkchen mit Tisch zum Hocken und das ist auch ein idealer Ort, wenn man ein wenig schnitzen möchte. Ja, und schnitzen wollen wir ein bisschen. Ich werde ja meistens irgendwie durch irgendwelche Erlebnisse, die ich so habe, drauf gestoßen, dass es mal wieder Zeit für ein neues Videothema ist. Und in diesem Fall habe ich festgestellt, bei meinem Kind, das im Wald dabei war, dass ich nicht vorbildsgemäß mit dem Messer umgehe, wenn Kinder dabei sind. Und das ist mir dann schon aufgefallen. Spontan konnte ich daran nicht allzu viel verbessern, befürchte ich. Aber ich habe drüber nachgedacht. So. Und deswegen will ich jetzt auch für mich selber und für alle, die es interessiert, mal nochmal die wesentlichen Grundschnitztechniken und ein paar kleine Schnitzprojekte mit euch durchgehen. Ich habe jetzt noch ungefähr 2 Stunden Licht und mal gucken, wie weit wir da kommen. Und ja, wenn das Licht weg ist, dann gehen wir wieder nach Hause. Und wir fangen an bei Zero. Also komplett keine Ahnung, noch nie ein Messer in der Hand gehabt. Auf dem Level möchte ich gerne starten. Ich weiß, das wird die allermeisten meiner Zuschauer nicht betreffen, dieses Anfängerlevel. Aber Idee ist folgende. Man hat ja möglicherweise Kinder. Ja? Und den Kindern will man ja früher oder später mal Schnitzen beibringen. So, und möglicherweise hat man jetzt als Elternteil noch gar nicht so viel Schnitzerfahrung, wenn auch ein bisschen sicherlich, und fragt sich, wie man denn am besten Schnitzen beibringt. So, und da habe ich auch noch aus meiner zwar nicht sonderlich langen, aber doch stattgefundenen Pfadfinderzeit noch so ein paar Sachen in Erinnerung, habe auch noch mal Chefin gefragt, die war ganz lange bei den Pfadfindern. Und ja, da gibt es so ein paar grundlegende Schnitztechniken und Schnitzsicherheitsregeln, die man eben beachten kann, sollte. Oder man ist einfach ein sehr vorsichtiger Mensch. Ich muss gestehen, das ist jetzt pädagogisch überhaupt nicht sinnvoll, aber es ist ja auch gedacht für Eltern, die es ihren Kindern beibringen, nicht für die Kinder direkt. Ja, also wenn das jetzt irgendjemand im Kinderalter entsprechend sieht, herzliche Grüße, aber ich erkläre es jetzt, wie ich alles andere auch erkläre, also jetzt nicht speziell kindgerecht. Wenn ihr damit zurechtkommt, wunderbar, und wenn nicht, dann hinterher nochmal Mama oder Papa fragen, wie das denn jeweils zu verstehen gewesen ist. Ne? So, ja, und bevor ich jetzt noch viel länger um den heißen Brei herumlabere, legen wir los mit den Sachinformationen. Sachinformation Nummer 1, ich habe hier ein großes Stück Hasel. Das ist deswegen groß, weil man sich halt grundsätzlich, wenn man sich einen kleinen Ast abschneiden möchte, auch einen großen Ast abschneidet, weil es kleine Äste bei Hasel fast nicht gibt. Die sind halt immer sehr lang und vergleichsweise dünn. Wenn man also einen braucht, der unten so dick ist, dann ist das einer, der meistens so fast um die 4 Meter hoch ist. 4,50 Meter kann auch mal sein. So, und jetzt dazu noch mal kurz 2 Sachen. Das ist mir immer ein Anliegen. Das erzählt außer mir sonst keiner. Erstens, Hasel einfach so im Wald absägen, darf man das? Es weiß keiner so genau. Es ist sicherlich eine Grauzone, so hundertprozentig verboten ist es nicht, wenn man die Gesetze entsprechend auslegen möchte. So richtig erlaubt ist es auch nirgends. Ja, Grauzone. Wenn man das für seine Kinder daheim macht, um denen ein bisschen Schnitzholz mitzubringen, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein, also gerade wenn man Familienvater ist oder dabei ist oder das irgendwann vorhat zu werden oder so ähnlich, dann glaube ich schon, dass da die allermeisten Kollegen irgendwie absolut okay mit sind, wenn man da Holz zum Schnitzen für die Kinder mitbringt. Ne? So, also das ist das eine. Das andere, so weit unten absägen wie möglich. Zweitens, absägen bitte, nicht abhacken, nicht abschneiden mit dem Messer und so weiter. Das sind zwar Survival-Techniken, die man da durchaus anwenden kann, aber für den Haselstrauch ist Absägen einfach am besten, was das für Heilen angeht. Und wir wollen den Strauß ja nicht mehr, Strauch, nicht Strauß, nicht mehr belasten als unbedingt notwendig. Daher, eine Säge ist hilfreich, muss nicht so eine sein, tut auch die am Taschenmesser, ja, das ist egal.
Und drittens, wenn ihr schon so einen Stock absägt, dann nutzt den auch. Das ist ein wertvolles Material, ist ein zwar nachwachsender, aber wirklich schöner und wertvoller Rohstoff. Man darf Holz durchaus mit einem gewissen Respekt behandeln. Das tut auf keinen Fall weh. Ja? Also den ganzen Stock auch tatsächlich zu irgendwas verarbeiten. Und wenn es auch nur anteilig ein Wanderstock ist, ein schöner, da kann man auch noch einen schönen verzierten Griff dazu schnitzen. Auch ein ganz, ganz tolles Schnitzprojekt. Wirklich ganz, macht unglaublich viel Spaß. Ich habe schon ganz viele so Stöcke im Laufe meines Lebens produziert und immer wieder toll. Ja? So Gandalf-Stabenmäßig, sowas in der Richtung. So ein mannshoher Wanderstab, das kann man auch als Erwachsener durchaus mal brauchen. Ja? Finde ich zumindest. Gut, das große Stück legen wir jetzt erstmal beiseite. Ich habe da jetzt bisher schon rausgeschnitten für ein kleineres Schnitzprojekt so einen. Für ein Klopfprojekt diesen hier als Klopfer. Ja. Kann man natürlich auch was vom Waldboden nehmen, aber erstmal wird das Klopfer verwendet, später nochmal wieder weiter verwendet. Und im allerschlimmsten Fall, wenn man wirklich nichts mehr mit dem Holz anfangen kann, das Zeug brennt auch. Ja. Aber irgendwie nutzen, das ist mir wichtig, das wollte ich noch auf jeden Fall gesagt haben. Okay, Kürze ist bekanntlich keine meiner Stärken. Wer also jetzt mich noch nicht kennt und hier drauf gestoßen ist und sich jetzt wundert, warum labert der so lange um den heißen Brei herum, ja, das tue ich immer. Mir sind Details wichtig und ich versuche sie nicht alle, aber doch möglichst viele davon entsprechend zu nennen und hier ein allumfassendes fast sagen wir mal, sehr, sehr umfassendes Video abzuliefern. Ja, nur falls mich jemand noch nicht kennt. So, dann nächster Teil zu den Messern. Kurzer Schnitt zwischendurch. Ja, bei Schnitzwerkzeugen gibt es diverse fancy Sachen. Wir machen hier aber Grünholzschnitzen im Wald. Da braucht man im Grunde meiner Philosophie nach nur ein Messer. Alles, was nicht nur mit dem Messer machbar ist, kann auch super lustig sein, macht definitiv auch Spaß und man kann sich dann auch irgendwann gerne an Zusatzwerkzeuge rantesten. Aber das lassen wir jetzt einfach mal außen vor und arbeiten nur mit dem Messer. Wie gesagt, eine Säge ist sehr hilfreich, weil sie einfach Zeit spart, um sowas hier einfach schnell herzustellen. Ist aber nicht zwingend notwendig. Es gibt auch Kurzschnitte, mit denen man so einen Ast auch durchaus mit dem Messer durchbekommen kann. Das ist dann lediglich ein Zeitfaktor. Aber es gibt auch Leute, die es grundsätzlich gerne mit dem Messer machen. Habe ich früher auch immer gemacht. Einfach, weil es auch Spaß macht, wenn man entsprechend die Schnitzpraxis bekommt. Und dann zu den Messern. Ich habe hier viermal mitgebracht. Da fangen wir mal an mit dem spezialisiertesten. Das hier ist ein richtiges Schnitzmesser. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die haben gemeinsam, dass sie einen großen Griff und eine sehr kleine, kurze Klinge haben meistens. Die kann man rasiermesserscharf schleifen. Sie sind recht dünn, aber auch jetzt nicht unbedingt ein Skalpell. Machen sehr feine Schnitte, haben oft eine sehr, sehr spitze Spitze, die braucht man auch und sind ideal für kleine Sachen. Ne? Für kleine Schnitzprojekte mag man früher oder später sicherlich so ein Schnitzmesser haben. Ist das Voraussetzung? Nö, aber es ist einfach einfacher. Je kleiner die Klinge, desto einfacher lässt sich damit arbeiten. Was heißt, also man braucht nicht irgendwann das Ding auf 1 cm reduzieren, aber so eine klassische 4,5 oder 4 cm Klinge ist schon... Die macht schon Sinn, wenn man einfach nur schnitzen möchte. Ja? Da bin ich nicht alleine mit dieser Meinung. Schnitzeinsteigermesser können zum einen sein Opinel-artige Messer, sage ich jetzt mal Opinel-artig bewusst, weil das hier streng genommen kein Opinel ist, sondern ein Old Beer, ist aber von der Klingenform her mit einem Opinel sehr, sehr stark vergleichbar. Also wer Opinel-Messer noch nicht kennt, einfach mal googeln. Sind sehr günstig, sind sehr scharf, werden scharf ausgeliefert, ist für den Anfang auch ganz gut. Dann braucht man nicht sofort wissen, wie man Messer schleift, sondern kann das nach und nach sich mal im Internet schlau machen. Ich mache dazu nichts. Ich habe nur der Vollständigkeit halber auch ein paar Möglichkeiten, wie ich meine Messer halbwegs auf Gebrauchsschärfe halten kann. Zum Beispiel der Schleifstab von Victorinox, der ist dahingehend toll, dass er in jede Hosentasche passt und man mit diesem dann, indem man insbesondere den hier so komplett rausnimmt, ne, und dann hier hinten wieder so rum draufsteckt, dann ist der auch schön lang und dann kann man damit ein Messer schon durchaus abziehen. Und das wird dann auch schärfer. Ja, aber lasst euch da bitte nicht von mir erklären, wie das gehen soll, weil ich bin in dieser Hinsicht wirklich keine besondere Koryphäe, was die Messerschleiferei angeht. Ich weiß nur, dass ich nicht
zum Körper hin abziehen würde, weil ich da Angst habe, mir in die Hand zu schneiden. Ich weiß nur, dass ich das immer schön vom Körper wegmache, auch wenn das möglicherweise langsamer geht. Aber das ist eine Möglichkeit, sein Messer halbwegs scharf zu halten. Ja? Ich bin da absolut kein Meister drin. Es klappt halt halbwegs. So, wenn man dann so ein bisschen dran rumgeschliffen hat, den groben Schliff erneuert, aufgefrischt hat, dann kann man das Ganze auch umgekehrt verwenden. Dann hat man hier noch einen kleinen Keramikschleifer. Das sind zwei kleine Keramikröhrchen, die da x-förmig drin sitzen. Da legt man das Messer dann rein und zieht es hier durch ohne viel Druck. Und im Idealfall macht man das andersrum, dann schneidet man sich nämlich auch nicht. Safety first, ne? Man kann das alles irgendwann, wenn man dann, was weiß ich, wie viele Stunden mit dem Messer hantiert hat, auch etwas weniger auf Sicherheit bedacht, oh ja, das hat geholfen, etwas weniger auf Sicherheit bedacht tun, aber irgendwann passiert dann halt was. Im Grunde ist auch gerade als alter Hase in der Messerhandhabung es wichtig, sich immer mal wieder die Sicherheitsregeln vor Augen zu führen und sich daran zu erinnern, wie die eigentlich nochmal gingen. Ne? Also jedenfalls ein absolut brauchbares Schnitzmesser sind Messer dieses Typs. Opinels oder Old Beers. Old Beers, glaube ich, aus Italien. Ja, Italien, genau. Opinel aus Frankreich. Beides so mehr oder weniger eben zum gleichen Zweck. Das war so ein Alltagsbauern, eigentlich Winzer, aber Bauernmesser in Anführungszeichen. So, und dann gibt es noch die ganzen Mora-Messer. Da gibt es sich verschiedene, die haben alle mehr oder weniger die Klinge gemeinsam, die mehr oder weniger so aussieht. Dieses hier ist dahingehend speziell, dass es zwei Formen von Klinge hat. Einmal ein Flachschliff, einmal ein Scandi-Schliff. Diese ganzen Begriffe, die brauchen für den Anfang auch nicht weiter wichtig sein. Aber interessant ist, hier unterscheiden sich schon die Klingen zwischen dem Old Beer und dem Mora, weil das Mora hat ein und dieselbe Dicke über fast die gesamte Klingenlänge. Ne? Fast die gesamte und fällt hier ist hier oben flach bis zur, also spitz, als Keil bis zur Schneide hin ab. Das heißt, wir haben einen Keil, der so geformt ist. Also jetzt übertrieben, aber eher so ein Keil. Ja? Und damit schneiden wir ins Holz. Wir haben bei so einem Messer, haben wir einen, weil das komplett von hinten, wo es nicht besonders dick ist, bis vorne abfällt und dann eine sehr, sehr spitze Schneide macht, da haben wir eher so einen Keil und schneiden damit ins Holz. Und das unterscheidet sich in den Schneideigenschaften. Und das kann ich kurz einmal ganz einfach demonstrieren. Wenn wir mit Druck mit diesem Messer ins Holz schneiden, ja, einfach nur reindrücken, dann kommen wir... Das könnt ihr hier erahnen, ne? So tief. Ja, also in dem Winkel so tief. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Ich baue das nachher noch besser um, damit man solche Schneidereien besser sehen kann. Aber zum Vergleich, wenn wir das Gleiche mit dem Mora machen, mit dem Scanty-Schliff, dann kommen wir ja, nicht mal im Ansatz so tief. Das sieht man jetzt nicht, aber ich glaube, ihr könnt es. Das Messer bleibt nicht mal hängen, bleibt gerade so im Holz stecken. Das geht nicht mal im Ansatz so tief rein. Das heißt nicht, dass das Messer nicht weniger scharf ist. Und das heißt nicht, dass man mit diesem Messer nicht auch wunderbar massiv Holz abtragen kann. Ja, das geht wunderbar. Das ist ein tolles Messer zum massiven Holzabtragen. Da fliegen die Späne wie die Sau. Aber das hier hat einfach eine andere Art des Schnitts und damit fliegen, ne, die Späne eben auch wie Sau. In der Praxis, wenn es einfach nur darum geht, Holz abzutragen, da ist das relativ egal. Aber für die Kleinheiten, kleinen Feinheiten so rum, spielt das dann später eine Rolle. So, Kostenpunkt. Opinels, nicht unbedingt ein Black Beer, braucht man nicht. Opinels sind auch gut. Nicht, dass das Black Beer schlecht wäre. Ne? Liegen bei so, ich sag mal, 15 Euro. Ne? Kleinere Ausführungen gibt es hin bis zu ganz, ganz groß. Von ganz, ganz klein bis ganz, ganz groß. Moras, jetzt vielleicht nicht unbedingt das Light My Fire Mora. Das hat hier noch so einen Feuerstahl drin. Mit dem kann man dann noch so lustig Funken machen für diejenigen, die es interessiert. Nur damit ich es mal vorgemacht habe und erzählt habe, bevor irgendjemand darauf hinweist, dass das geht. Ja, es geht. So rum ist
die bessere Technik, egal. Jedenfalls, das ist ganz lustig, das ist aber schon vergleichsweise teuer dadurch, dass es halt eben diese Zusatzfunktion hat. Und schneiden tun die alle ähnlich gut wie dieses. Da darf es also auch ein günstiges aus dem Baumarkt sein. Da sind wir dann bei, je nach Region, je nach Baumarkt, 8 Euro bis 12 Euro. Wenn du 15 ausgibst, kriegst du gleich ein Robust. Also das Mocha Robust ist auch ein hervorragendes Schnitzmesser. Gut. Ja, das waren so die Basismesser, die man vielleicht schon daheim rumliegen hat. Eins von denen würde ich von Anfang absolut empfehlen. So, und dann gibt es noch so Survival-Messer und so ein Krempel. Die sind zum Schnitzen so ziemlich die mieseste Wahl. Was man mit denen allerdings machen kann, ist gröbere Sachen. Wenn man also hier jetzt diesen Dingerich spalten wollen würde, was ich durchaus auch will, dann kann man eben mit dem Messer das hier so drauflegen und dann mit einem Klopfstock das hier so durchklopfen, dass der dann eben entsprechend gehalbiert wird. Und das kann viel Zeit sparen, wenn man eben ein bestimmtes Projekt vorhat. Ja, ich mache das mal kurz vor und dann haben wir halt schon einen entsprechenden halbierten Ast und können den auch vierteln. Und wie gesagt, je nachdem, was für ein Projekt man vorhat, mag man vielleicht genau einen geviertelten Ast haben. Da kommen wir dann später noch dazu. Ja, das war jetzt nicht ganz schön, habt ihr gesehen, ne? Nicht optimal. Macht aber auch nichts, weil man bräuchte nur das obere Stück. Für zum Beispiel unseren Waldgeist ist es super, wenn man so einen Keil hat. Und dann kann man hier schön den Waldgeist reinschneiden. Aber dazu kommen wir später, ja? Aber das wäre so die Anwendungsmöglichkeit für so ein eher brachiales, eher grobes Messer. Besonders schön schnitzen tun die nicht. Ich meine, das geht auch, aber es fliegen kleinere und weniger Späne als mit den anderen Messern. Ja? Das ist so ein Universalding, das kann alles ein bisschen. Es kann manches, was die zwei hier überhaupt nicht können. Aber dafür ist es auch nicht spezialisiert auf Schnitzarbeiten. Also vielleicht nicht unbedingt, nein, meine ich natürlich nicht, ich werde den Tisch nicht kaputt machen. vielleicht nicht unbedingt das, was man am Anfang gerne haben möchte, wenn man schnitzen möchte. Aber für solche Spaltereien beispielsweise, wenn man das zu irgendwelchen Zwecken unbedingt brauchen möchte, kann man auch so eins natürlich nehmen. Aber mir war wichtig, man braucht jetzt nicht denken, dass man so ein Messer unbedingt braucht, nur weil man in den Wald raus will. Dann geht das nur mit so einem Messer. Nein, nein, es geht auch ohne. Sehr wohl. Ja, machen Spaß, aber legen wir jetzt weg. So, dann erstmal noch ein paar Takte zur Sicherheit im Umgang mit dem Messer. Also grundsätzlich, wenn man ein Messer nicht braucht, dann kommt es zurück in die Scheide. Ja, wenn man es braucht, dann nimmt man es raus, dann hantiert man damit entsprechend wildfuchtelnd in der Gegend rum. Nein, genau das nicht machen. Und wenn man es nicht mehr braucht, dann steckt man es entsprechend wieder in die Scheide. Bei Klappmessern logischerweise aufklappen, verwenden, zuklappen gut ist. Also Regel Nummer 1 für Schnitzen, Werkzeug immer geschlossen deponieren, also gesichert quasi, ne, in der Scheide oder eben zugeklappt, je nachdem, dass da nichts passieren kann, wenn man eher drüber fliegt und so weiter. Immer das, was man benutzt, okay, dann benutzt man es, dann hat man es ja unter Kontrolle, dann weiß man, dass man damit arbeitet, und die anderen immer schön nicht wegpacken, aber zumachen. Ja? Das wäre wirklich erstmal der erste Schritt, den man im Umgang mit den Messern, gerade wenn man nur eins hat, dann legt man es halt in dem Moment weg und macht zu, wenn man mal eine Pause macht, um was zu trinken, um was zu essen, um das wieder loszuwerden. Regel Nummer 2. Es wird generell empfohlen, für größere Schnitzprojekte sich hinzusetzen. Für Anfänger wird empfohlen, für alles sich hinzusetzen. Dafür gibt es gute Gründe, weil folgendes. Wenn ich mich jetzt entgegen der guten Hinweisregel, dass man sich doch hinsetzen sollte, entsprechend hinstelle, dann dappe ich schon auf meinen Rucksack. Ja, gerade passiert. Das ist schon mal Problem Nummer 1. Problem Nummer 2, wenn ich jetzt hier rumstehe, ja, und am Schnitzen bin, lololololo und so weiter, und jetzt will ich hier irgendwas Kompliziertes schnitzen und jetzt weiß ich nicht genau und jetzt verlagere ich mal mein Gewicht und jetzt ist hier irgendeine Unebenheit und dann muss ich nochmal einen Ausweichschritt machen und während ich den Ausweichschritt mache, konzentriere ich mich vielleicht etwas zu sehr
auf den Untergrund und man rutscht ganz schnell aus. Man kommt ganz schnell ins Trudeln und während man das tut, hat man halt ein Messer in der Hand. Und wenn man jetzt irgendwie dumm fällt und oder so fällt, dann will man das nicht. Ja? Also ist es tatsächlich wirklich, auch wenn man Profi ist und schon ganz viel im Stehen geschnitzt hat, weil man sich halt, nur weil man sich jetzt gerade einen Haselast beispielsweise abgeschnitten hat, hockt man sich nicht gleich daneben, um die letzten Ästchen zu entfernen. Ja, man möchte den ja glatt haben. Man möchte ja nicht, dass einem dauernd so Ästchen eben entsprechend in die Hand pieken, wenn man am Ast rumhantiert. Und das macht man ganz, ganz oft und ganz schnell im Stehen. Und genau das ist im Grunde schon ein Sicherheitsrisiko. Wenn unbedingt im Stehen geschnitzt werden soll, dann erstmal gucken, wo man steht. So, und dann steht man da, da ist ein bisschen breitbeinig, auch nicht verkehrt. Und dann hat man einen sicheren Stand. Und wenn man da mit einem längeren Ast arbeitet, dann kann man den auch wunderbar hier drunter nehmen. Und dann kann man da, wo man halt entsprechend arbeiten möchte, ohne dass der Ast groß verrutscht, ohne dass der Ast irgendwo hängen bleibt. Und schon gar nicht laufen und schnitzen. Laufen und schnitzen, da hört es dann wirklich auf. Das wäre einfach blöd. Habe ich auch schon gemacht, ist nichts passiert. Aber muss man nicht. Ja, ist ein völlig unsinniges Risiko, das wir jetzt nicht eingehen wollen. So, also setzen wir uns entsprechend wieder hin. Wenn man hat, ist eine Bank gut. Wenn man keine Bank hat, dann hat man halt keine Bank. Dann sollte man beim Sitzen Folgendes beachten. Ne? Breitbeinig hilft, denn wenn ich jetzt an irgendwas rumschnitze, meinetwegen diesen Ding hier, ja, und ich halte das vor mich und möchte hier jetzt schnitzen, dann kann ich in dem Moment, wo ich breitbeinig da hocke und hier vorne mit dem Messer arbeite, mich fast nicht verletzen. Fast nicht, weil ich hocke ja aufrecht breitbeinig da und arbeite hier unten zwischen meinen Beinen und theoretisch wäre es jetzt möglich, wenn mir das Messer nach hier abrutscht. Ja, ich steche mir jetzt nicht ins Bein, aber theoretisch könnte ich das schon. Ist also noch nicht optimal. Besser wäre, wenn man wirklich super breitbeinig da hockt und das hinten hier wirklich ganz weit von sich weghält, damit man gar nicht mehr zwischen den Beinen arbeitet und mit einem großen Abstand dann erst jetzt hier dran rumschnitzt. Ja, was ich da tue, ist vollkommen egal. Es geht mir nur um das Wie, ne? So, das wäre also ideal. So machen. Macht es ideal. Macht es nicht suboptimal. Ja? Macht es theoretisch, kann man auch, wenn man das dann möchte. Es ist auf die Dauer halt anstrengender. So. Ja? So kann man sich auch nicht wehtun, weil egal wo man hinrutscht und auch wenn man runterrutscht, es wäre jetzt ein geringfügiges Risiko, dass man es irgendwelchen Gründen es schafft, so zu machen. Ja? Aber das wäre einfach eine so bekloppte Bewegung, dass die hinten und vorne unrealistisch ist. Also irgendwann wird's doof mit den Sicherheitsvorkehrungen. Ich halte also einen so auf der Bank hocken für durchaus vertretbar. Wenn es ein Hocker ist, gut, dann ist da vorne keine Bank, dann passt das auch. Wichtig ist vor allen Dingen eben Sitzen zur Stabilisierung. So, dann sitze ich gerne im Schneidersitz, wenn ich einfach auf dem Waldboden hocke. Das mache ich jetzt nicht, da müsste ich erst mir eine Unterlage besorgen. Und in dem Fall schnitze ich sowieso hier vorne, weil dann kann ich gemütlich die Arme da ablegen und hier an meinem Werkstück arbeiten. Das ist auch sehr, sehr sicher. Was man auf keinen Fall machen darf, gerade wenn man im Schneidersitz arbeitet, Schnitte in den Oberschenkel können ganz schnell die Oberschenkelarterie erwischen und dann hilft einem gar nichts mehr, dann ist man tot. Da verblutet man, bevor einem im Wald geholfen werden kann. Außer, ja, man hat jemanden nebendran, der ganz schnell ein Tourniquet, eine Art Abpresse oder wie das heißt, griffbereit hat. Aber wenn man alleine ist, hat man eigentlich keine Chance. Das legt man sich dann auch nicht mehr spontan selber mal eben an. Ne? Das ist also hochgradig gefährlich. Also nie, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sicherheitsregel, nie das eigene Bein als Unterlage für irgendwas verwenden. Sieht man ganz oft bei Anfängern, ganz, ganz, ganz oft, ist katastrophal. Niemals machen. Ja? Bloß nicht. Sofort schreien und wütend sein und jetzt gerade im Umgang mit Kindern wirklich ausdrücklich darauf hinweisen, dass sie nie das eigene Bein als Unterlage verwenden. Das ist somit das Gefährlichste, was man machen kann. Im Stehen schnitzen schon nicht gut, ja, aber wenn man sicher steht,
das wird schwierig zu erklären einfach. Ja? Die Kinder, also meiner Erfahrung nach wollen Kinder irgendwie eine Begründung, weshalb sie irgendwas nicht machen dürfen. Und wenn man ihnen schön erklärt, dass sie sich dabei hier gerade die Hauptarterie aufschneiden, wenn sie sich da in den Finger, ins Bein säbeln, dann ist das schon relativ eindrucksvoll, das mit dem Umkippen. Meiner Erfahrung nach reagieren sie dann so, ach, ich kipp halt nicht um, ich fall doch nicht um, ich nicht. Ja, also da sollte man großen Wert drauf legen. So, dann das nächste ist, wenn mehrere Personen anwesend sind, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es wurscht, aber wenn mehrere Personen anwesend sind, dann gibt es die sogenannte rote Zone. Das ist diese hier, wo du jemanden anschnibbeln könntest, ja. Egal, was du mit dem Messer machst, sobald du jemanden schnibbeln kannst, dann befindet sich dieser jemand in der roten Zone und in der sollte sich idealerweise einfach niemand aufhalten, sobald ein Messer aus der Scheide gezogen wurde. Idealerweise. Ja, das habe ich nämlich zum Beispiel eben gerade schon falsch gemacht gehabt, vor nicht allzu langer Zeit. Und das vergisst man so schnell, wenn man meistens alleine unterwegs ist. Ja, meistens immer noch, nicht mehr so oft, aber doch immer noch mehr, als dass Leute dabei sind. Und dann ist das schon wichtig. Es hat auch einfach was mit Outdoor-Etikette zu tun, dass man niemanden mit einem Schnitzmesser bedrohen sollte, auch wenn man das wirklich völlig unterbewusst und ohne böse Absicht macht. Ich finde es zum Beispiel auch immer wichtig, wenn man jemand anders sein Messer zeigen möchte, ja, dann übergibt das doch so und nicht so. Ja, das sind auch so Kleinigkeiten. Ja. Also persönliches Anliegen meiner selbst. Ich habe da immer Probleme mit, wenn mir ein Messer gezeigt wird. Hier, guck mal. Wirklich Probleme mit. Ja, oder in der Scheide, noch besser. Ja, einfach kurz in die Scheide und dann mit Scheide demjenigen in die Hand drücken, der sich's angucken soll. Da ist man auch auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Gut. Das sind so die groben Sicherheitssachen und dann gibt es noch ein bisschen was, ein paar wichtige Schnitte eben im Umgang mit dem Messer. Und da wollen wir jetzt unterscheiden zwischen Feinarbeiten an kleinen Holzstücken, wo man dann auch durchaus ein Schnitzmesser verwenden könnte, und groben Dingen an eher großen oder auch sowas Holzstücken, wo man dann mit mehr Kraft arbeitet, im Regelfall mehr Material abtragen will als bei so ganz kleinen, feinen Schnitzereien und es einem mehr oder weniger nur darum geht, den Stock klein zu kriegen im Grunde, ja, oder eine Spitze kurz spontan dran zu machen. Das sind so die beiden in der Praxis wirklich häufigsten Sachen. Du willst den ablängen, irgendwo durchschneiden auf gut Deutsch, oder du willst eine Spitze dran haben. Viel mehr gibt es da eigentlich nicht. So, und dafür gibt es ein paar Grundschneidtechniken und die würde ich euch jetzt dann auch mit einer anderen Kamera, mit einem anderen Objektiv, in anderer Perspektive, in Ruhe und ganz genau zeigen. Erstmal für das Grobe, erstmal die groben Schnitte und dann später die feinen. So. Test, jawohl. Also, wir arbeiten jetzt hier mit ziemlicher Zoomstufe, da muss ich immer gucken, dass ich einigermaßen im Bild bin und deswegen liegt da dieses Messer jetzt einfach unten drunter, damit ich weiß, wenn ich über Messer arbeite, dann seht ihr das auch entsprechend. Ne? Also, folgendes, das hier ist unser Testast, Testholz, je nachdem, wie man das möchte und wir nehmen jetzt erstmal das Mora-Messer. Und grundlegend, ja, der Grundschnitt beim Schnitzen. Erstens, wir halten das Messer, Griff in die Faust, so, und jetzt haben wir hier einen Daumen übrig. Der Daumen ist grundsätzlich immer der Risikofaktor. Wenn man sich schneidet, in den allermeisten Fällen in den Daumen. Das ist so die Hauptverletzung. Und zwar gerne entweder in diesen Daumen oder in diesen Daumen. Damit man vermeidet, mit der Nichtschnitzhand, also bei Rechtshändern die linke, andersrum bei Linkshändern logischerweise, da irgendwie in Gefahr zu geraten, darf die hier niemals unter Messer sein, hinter Messer, ja, wenn das Messer in diese Richtung gearbeitet wird. Ja. Ja, hier irgendwo, wenn ich so schnitzen möchte, niemals, ja. Also das gleich mal merken, angenommen, immer denken, ja, sobald man, bevor man einen Schnitt macht, im Idealfall, drüber nachdenken, was passiert, wenn mir dieser Schnitt jetzt ausrutscht. Wusch, da vorne ist nichts, ja, alles safe, da kommt gar nichts mehr.
Es gibt später bei den Feinarbeiten, aber jetzt arbeiten wir ja mit Kraft. Wir wollen jetzt richtig Holz abtragen. Bei den Feinarbeiten gibt es Schnitte, wo man auch mal zum Körper hinarbeiten kann, wo man zum Beispiel so machen kann. Ja? Aber das sind Feinarbeiten, dazu kommen wir später. So, jetzt der Grundschnitt ist Regel Nummer 1 zum Grundschnitt. Es handelt sich um einen Schnitt, ne? Nicht um ein Messer durchs Holz drücken. So. Ja, das ist Messer durchs Holz drücken. Das kann man auch machen. Ja, das gibt es durchaus Fälle, wo das sinnvoll ist, insbesondere im Umgang mit dem Schnitzmesser, dann bei den Feinarbeiten. Aber das ist für gröbere Holzabtraggeschichten ist das hier falsch. Und ich arbeite hier jetzt absichtlich ein bisschen stümperhaft, falls sich jemand wundert. Wenn man so einen kleinen Durchdrückschnitt macht, dann macht man den so, dass man hier den Daumen noch zur Verstärkung nimmt und dann ist der Daumen oder auch zwei Daumen ist der Antrieb, der das Messer vorwärts treibt. Ja, drückt man nicht mit dieser Hand bzw. mit dem dahinter hängenden Arm, sondern der Antrieb sind die Daumen. Das ist nämlich schön kontrolliert und da kann einem schon nichts schief gehen, also wenn man das Messer durchs Holz drückt. Aber eigentlich, das Messer hat ja eine gewisse Klingenlänge und die ist auch zu was gut. Ne? So, also wirklich schneiden ist wichtig. So, da kommen jetzt die Jogger. Also wenn die Gruppe Rentner schneller den Berg hoch ist als man selber, sollte man über seine Fitness nachdenken. Sie sind nicht ganz schneller als ich, aber ähnlich schnell. So, jedenfalls nochmal. Ne? Schneiden macht man so, dass man da das Messer auch tatsächlich eben wirklich durch das Holz zieht und gleichzeitig Druck ausübt. Das darf eine durchaus sehr runde Angelegenheit sein. Eben wenn man noch dann mit der anderen Hand das Schnittstück zurückzieht, kann man das zum Beispiel auch so machen. Ja, einfach mal ausprobieren, wie euch das persönlich am ehesten liegt. Sobald ich was anderes mache, als wirklich nur Material abtragen zu wollen, arbeite ich gerne doch mit dieser Technik. Das hat sich einfach so eingebürgert oder auch so. Und dann kann man schön, wenn man zum Beispiel so ein Messer hat, auch merken, dass es ein anderes Schneidverhalten ist, wenn man hier mit der Spitze arbeitet, die ja ein Flachschiff hat. Oder eben mit dem fetten Keil, der einen fetten Keil sozusagen entsprechend hat. Ja, aber grundsätzlich, man kann natürlich auch so schneiden. Das ist auch was mir persönlich am ehesten liegt. Seht ihr, das sieht schon etwas geübter aus als das, was ich euch gerade gezeigt habe. Ja, also das sind so die Grundtechniken. Ich halte das Messer immer nah am Holz. Ja, dass ich da gar nicht erst groß mit dem Messer vom Holz weggehe, dann spart man Kraft und jede Bewegung, die man nicht machen muss, ist irgendwann dann ganz angenehm, wenn man ganz viele Schnitte eben entsprechend auch schon gemacht hat. Ne? So, das können wir mal ein bisschen weiter nach da hinten legen. Das ist so im Grunde die Hauptschnittstechnik. Ob man jetzt zum Beispiel zuerst viel Druck ausübt, um hier so eine Kurve in Anführungszeichen zu schnitzen und dann da in die Tiefe zu kommen und dann hier sowas zu erzeugen, das sind dann so Feinheiten. Das ist dann auch mehr im feinen Schnitzen interessant. Aber wenn wir jetzt einfach nur hier eine Spitze hinhaben wollen, jetzt gehen wir mal davon aus, wir wollten da einfach nur eine Spitze haben, dann machen wir jetzt auch ein bisschen mehr Kraft, würde das im Grunde so aussehen. Ja, ist jetzt krumm und schief die Spitze, aber das ist der Stock halt eben entsprechend auch. Hoppala, jetzt könnt ihr das auch wieder schön schärfer bewundern. So in dieser Art und dann kriegt man die Spitze immer spitzer, wenn man da noch ein bisschen was abträgt. Das haben wir jetzt gesehen. So, also das ist der Basisschnitt hier, dieser da. Ist begriffen, glaube ich. So, dann müsst ihr jetzt hier einen seltsamen Kamerawinkel ertragen, weil die nächste Sache ist der sogenannte Power Cut, wie der Ami sagt. Ja? Machen wir das nochmal so. Also, man nimmt den Stock in die Nicht-Schnitzhand, in meinem Fall die linke, wenn man ihn ablängen möchte oder insbesondere da ganz schnell Material abtragen will. Das macht man eigentlich im Wesentlichen nur mit Stöcken, deswegen hat man immer eine Achsel, deshalb kann man ihn sich immer unter die Achsel klemmen, dann hat man ihn schön fixiert, dann sollte hier nicht allzu viel herausragen. So, jetzt nimmt man sein Messerchen und macht jetzt Folgendes, dass man das Messer so rumnimmt. Ja? Also nicht Standardgriff, das hier ist der Standardgriff, so nimmt man es normalerweise, sondern andersrum.
Also Klinge zum Körper, wenn man es so von sich weghalten würde, Klinge zum Körper. Und dann hat man das Messer entsprechend so. Und jetzt seht ihr, ich kann jetzt hier, anderen Zoom habe ich gerade nicht mit dem Objektiv, ich kann jetzt hier die Schultern vorne zusammennehmen und kann dann diesen machen im Grunde. So dämlich das auch aussieht, damit kann man extrem viel Kraft anwenden und macht dann sehr, sehr tiefe, sehr kraftvolle Schnitte in automatisch einer Schneidbewegung, weil man ja automatisch hier die Klinge quasi durchzieht. Das ist also eine sehr, sehr praktische Geschichte, muss man ein bisschen üben und dann findet man den irgendwann ganz toll, weil es einfach Mordspaß macht, enormen Holzabtrag mit dieser Technik zu erreichen. Und dann kann man eben mit, wenn man jetzt nicht hinten dran noch einen Tisch hat, auf dem zu viel Zeug liegt, dann kann man damit mit ganz wenigen Schnitten schon fast eine Spitze hinbekommen. Ja, und mit nur ganz wenigen weiteren Spitzschnitten hat man dann die Spitze auch schon fertig. Also zum schnellen Anspitzen eines Stocks ist das eine ganz tolle Technik und auch zum schnellen Ablängen eines Stocks. Wenn ich das jetzt abhaben möchte, dann kann ich hier mit ganz viel Schmackes reinschneiden. Nehme das Messer wieder raus, drehe den ein bisschen, schneide da wieder mit ganz viel Schmackes rein, drehe ihn ein bisschen, gleiches Spiel. Und nochmal. Und das mache ich jetzt in Anführungszeichen so lange, bis ich den Stock fast durch habe. Wenn er dünner ist, wäre er jetzt schon durch, der ist jetzt aber schon relativ dick. Und dann kann ich ihn einfach umdrehen, wenn ich noch genug Material hier dran habe, schneide diese Schuppen, die ich jetzt gemacht habe, so rum weg. Und habe jetzt die Möglichkeit, mit einem weiteren oder auch zwei den Stock dann auch relativ schnell durchzubekommen. Ja? Das hängt ein bisschen davon ab, was für ein Messer man nimmt, ob das gut geht, ob das schlecht geht. Aber es geht in jedem Fall deutlich schneller, als wenn man das ohne eben diese Kraftschneidtechnik entsprechend benutzt. Ja? Und schon haben wir wieder eine Spitze. Also das geht wirklich ruckzuck mit dieser Methode. Lohnt sich zu lernen. Was man allerdings dazu sagen muss, da dürft ihr mir jetzt kurz mal bei viel zu viel Zoom in die Augen schauen. Nein, ist immer noch keine Cola-Schleichwerbung. Böse Cola. So, halbwegs scharf jetzt auch. Folgendes Problem. Das funktioniert, und das ist was, was wir Männer gerne vergessen, anatomisch bedingt, nicht, wenn man eine Frau ist, weil dann ist da kein Platz mitunter. Ja? Also das ist einfach eine Kleinigkeit, die gerne vergessen wird bei uns Männern, wenn wir sagen, das ist eine so tolle Schnitttechnik. Frau kann das unter Umständen nicht. Nachvollziehbare Gründe, wie ich hoffe. Okay, dann kommen wir zu den etwas feineren Arbeiten. Wir haben hier wieder unser Stück Holz. Wir nehmen diesmal jenes Messer hier, das arretiert man übrigens über diesen Hebel hier. So, und die etwas feineren Arbeiten, ich würde immer grundsätzlich, ich persönlich, den Daumenantrieb nutzen. Und wenn ich was anderes als grob Material abtragen will, wo ich wirklich Schwung habe, wo ich aushole. Ausholen ist ja grundsätzlich auch immer was, wo man Präzision verliert. Ja? Man macht einen groben Schnitt, man hat keine genaue Kontrolle über den Schnitt und deswegen ist das nur zu gebrauchen, wenn man eine schnelle Spitze haben möchte oder eben den Stock durchkriegen will. Ich wüsste nicht, wo ich das sonst jemals verwendet hätte. Ja? Also hier der Daumenantriebschnitt ist vielleicht der von mir am häufigsten verwendete Schnitt von allen. So, dann gibt es jetzt noch den Ablängenschnitt bzw. den, wenn man eine Spitze loshaben möchte, Schnitt, würde ich ihn jetzt mal nennen wollen. Der geht so. Ja, ihr seht, wenn ich jetzt das Messer hochziehe, dann ist es mir unmöglich, mir in den eigenen Daumen zu schneiden oder in die andere Hand,
was ginge, wäre, wenn ich das Messer jetzt bis ewig hochziehe, dann steche ich es mir ins Gesicht, ja. Aber das mache ich nicht. Weil der Antrieb dieser Schnitztechnik ist ja wieder nur der Druck mit meinem Daumen. Und da mein Daumen eben zu weit weg vom Messer ist, kann ich solche Schnitte hier völlig problemlos und sicher machen, ohne dass das geringste Risiko besteht, dass ich mich dabei verletzen könnte. Das muss man erst mal eine Zeit lang üben und vorsichtig sein, bis man dann gelernt hat, dass das tatsächlich völlig unmöglich ist, sich damit zu schneiden. Und dann ist das eine tolle Technik, um zum Beispiel, wenn man eine Spitze nicht mehr braucht, den Ast schön gerade zu bekommen. Ja, wenn man eine gerade Fläche haben möchte, zum Beispiel für einen Mörser, weil man irgendwas, also für einen Stößel für den Mörser. Wenn man sich irgendwelche Pflanzenbreiching zubereiten möchte oder seine eigene Spitzwegerichsalbe oder solche Späße, dann kann das hier durchaus ein Thema sein. Und dann kriegt man das relativ schnell, relativ flach. Also auch ein sehr nützlicher Schnitt, den ich häufig verwende. Gut, jetzt haben wir hier eine Spitze, jetzt haben wir die wesentlichen Schnitte soweit geklärt. Jetzt gibt es noch eine ganz, ganz wesentliche Technik für die mittleren bis feinen Schnitzarbeiten, nämlich den Stoppschnitt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Kerbe haben wollen, warum auch immer, und wir wollen, dass die Kerbe bis, sagen wir mal, 2,5 cm unter der Spitze aufhört, dann machen wir hier einen sogenannten Stoppschnitt. Ja? Also wir drücken hier mit Kraft das Messer rein und haben jetzt hier einen vordefinierten Schnitt in der Faser. Und wenn wir jetzt den Stock entsprechend wieder so nehmen und diesen hier machen, dann schneiden wir tief ins Material, aber unser Schnitt hört da auf, wo wir den Stoppschnitt gesetzt haben. Der war jetzt nicht ganz tief genug, dann können wir da nochmal nachhelfen. So, jetzt. Und nochmal nachhelfen. Oh, ja, mit der Sicherung bei diesem Messer, da muss ich noch... Ich habe das noch gar nicht so oft benutzt, ehrlich gesagt. Deswegen ist es heute dabei. Ja, so, und dann kriegen wir hier einen schönen glatten Schnitt. Und das ist dann interessant, wenn man eben was optisch Hübsches machen möchte. Dann will man nämlich hier nicht 17 Ansätze drin haben, sondern schönes glattes Holz. Und man möchte hier auch eine möglichst glatte Kante entsprechend haben. Das haben wir jetzt nicht ganz so hinbekommen, wie man sich das wünschen würde. Aber so halbwegs. Das ist zum Beispiel interessant für eine Pfeife, wenn man eine Pfeife machen möchte. Ja, und dann kann man da nochmal nachschneiden und dann gibt das auch eine nahezu glatte Kante. So, und dann macht man noch diesen hier. Also das ist ganz schön, diese Technik für solche glatten Kerben mit dem Stoppschnitt entsprechend arbeiten. Auch für Heringe hochgradig interessant, ist ein kleines bisschen krumm, sehe ich gerade. Ja, das ist immer schwierig, wenn man halb auf die Kamera guckt und halb aufs Werkstück. Merkt euch unbedingt den Stoppschnitt, der ist wichtig, den kann man für alles Mögliche gebrauchen. Im Übrigen, wenn wir jetzt hier oben abschneiden und da unten nochmal eine Spitze dran machen, die wir extra erst entfernt haben, dann haben wir schon einen Hering. Ja, also einen Hering machen ist wirklich super, super simpel. Das braucht im Grunde gar nichts. Ja, da war es jetzt etwas zu viel. Und wenn man übrigens mit reinem Reindrücken nicht weiterkommt, dann versucht es mit Reindrücken und Ziehen, ja, diesen hier. Dann kommt man schon durchaus noch ein bisschen tiefer, aber man hat nicht mehr ganz die Präzision. Ja, da habe ich es jetzt verhunzt. Jetzt wird's unschön, wie man sehen kann. Das kriegen wir nochmal hin. Größtenteils zumindest. So, und jetzt ist auch wieder schön. Da noch ein bisschen. Wunderbar. Ja, also eine schöne
entsprechende Kerbe, so wie man das auch optisch eben haben möchte, wenn es da einem tatsächlich darum geht, was Hübsches herzustellen. Das ist auch ein Basisschnitt für verschiedene kleine Männchen im Holz und Ähnliches. Da braucht man diesen Schnitt also ganz, ganz oft. Für Topfhalter, ja, für sonst was, wo man eine Kerbe noch brauchen kann, ist ganz essentiell. Gut, wie gesagt, das wäre jetzt schon der Hering, wenn wir die Seite noch anspitzen. Das sparen wir uns jetzt und gehen zum nächsten kleinen Projektchen über. Nee, halt doch noch nicht. Nächstes Projekt, hier nochmal der Ast und Folgendes. Man kann einen Hering auch ganz hervorragend, wenn man jetzt den Stock so weit hat, ja, denken wir uns hier noch, ach, da ist ja schon die Spitze, genau, und ignorieren wir einfach das Vorhandensein dieser Kerbe. Dann können wir hier jetzt auch ganz einfach eine ganz andere tolle Methode verwenden, um für den Hering die Kerbe zu machen. Und zwar machen wir hier zweimal einen solchen Wiegeschnitt. Einmal so und dann nochmal x-förmig. Dafür muss ich jetzt den Stock ein bisschen andersrum nehmen, weil ich bin ja nun mal Rechtshänder. Man sollte, wenn man Rechtshänder ist, auch bei der Holzbearbeitung Rechtshänder bleiben und nicht spontan auf die Idee kommen, ach, jetzt bin ich doch mal kurz Linkshänder. So, was wir jetzt kriegen, ist hier eben dieses X. Und da müssen wir jetzt von unten hier noch einen Schnitt setzen. Und dann fliegt uns das da schon raus. Und wir setzen jetzt hier leicht schräg. Das ist jetzt schon ein bisschen ein anspruchsvollerer Schnitt, ja? Weil wir leicht schräg zum Material arbeiten. Auch noch einen schrillen Schnitt. Und machen dann hier nochmal eine Vertiefung von dem Stoppschnitt. Und dann fliegt uns diese Kante raus. Und jetzt arbeiten wir so, heben das Ganze so und machen hier noch einen Schnitt. Ja. Und machen wieder eine Vertiefung von unserem Stoppschnitt und da fliegt uns wieder eine Kerbe raus. Und damit haben wir jetzt eine zugegebenermaßen nicht besonders schöne und auch noch etwas nicht tief genuge Kerbe in wunderbarer Schnurhalteform. Ja, und wenn wir die vertiefen wollen, das versteht sich von selbst, dann machen wir nochmal diesen. Und auf der anderen Seite das gleiche. Also man kann auch erst den Stoppschnitt machen und dann noch den vertiefenden. Und dann wird die Kerbe nach und nach entsprechend immer tiefer und tiefer. Und das muss ich jetzt auch gar nicht weiter vormachen. So fertig. Das ist jetzt meiner Meinung nach die Idealform von Hering. Hier noch mit der schönen Schnur auch garantiert Festhaltenase. Ja, billigste Form von Hering. Kostet nichts. Und ist sogar noch relativ leicht, wenn jetzt hier nicht auch schon noch so eine Kerbe drin wäre. Die ignorieren wir jetzt mal. Und man kann die Spitze natürlich, wenn man für einen Hering zum Beispiel noch ein bisschen länger machen. Also ich mag da ganz gerne recht lange Spitzen. Ja? Je spitzer die Spitze, desto eher spricht die Spitze ab. Das kann man dann vorwegnehmen, indem man es gerade noch schnell selber macht. Dann hat man auch nicht so sehr das Problem mit der, Entschuldigung, Markröhre. Das ist hier... Jetzt kann man es wahrscheinlich dann sehen. Das weiche Innere vom Holz. Hasel hat eine relativ dünne Markröhre, aber sie ist doch vorhanden. Und die hält halt mechanisch überhaupt nichts. Wenn man also eine Spitze hat, die an der äußersten Spitze aus Markröhre besteht, dann ist das blöd. Das will man nicht. Besser ist zum Beispiel sowas hier. Das ist eine viel stabilere Spitze, weil da die Markröhre nicht für die Stabilität maßgeblich mit beeinträchtigt ist. Wenn sie auch nicht mehr ganz so hübsch ist. Ja, aber eine effiziente Spitze ist das auf jeden Fall. Und wenn man den Hering schön in den Boden kriegen will, möchte man hier dieses Astloch noch weghaben, weil das ist ja eine Unebenheit, ja, und dann geht er nicht so tief rein. Und dann kann man hier noch ein bisschen, wenn man möchte, die Rinde wegmachen. Und jetzt hat er immer noch die Kerbe am falschen Platz. Aber an sich wäre das jetzt ein Tipptopp-Hering für alles Mögliche. So, nächstes Projektchen. Wir machen uns eine Gabel. Und wie machen wir uns eine Gabel? Naja, dafür brauchen wir erstmal ein Stück Holz. Das kann so lang sein, wie wir eben die Gabel lang haben wollen, im Idealfall. Bisschen gerade ist nicht verkehrt, ist aber auch nicht zwingend erforderlich. Grundlagen für eine Gabel sind die, dass wir irgendwo uns denken, wo der Griff sein soll, vielleicht da. Dann markieren wir uns den Griff auf diesem Wege. Drehen das Holz und schneiden nur die Rinde ein, ja, wenig Druck,
Und wenn wir da präzise gearbeitet haben, kommen wir dann am gleichen Schnitt raus, wo wir angefangen haben. Das klappt, ich sage jetzt mal, selten. Und jetzt können wir mit ganz vorsichtigen Schnitten hier einfach die Rinde ablösen. Wenn man einen definierten Ring um den Ast haben möchte, dann muss man sich zwei solche Rundschnitte machen. Ja, das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt einfach nur wissen, wo mein Griff anfängt. So, jetzt machen wir nochmal. Diesmal ein bisschen tiefer. Ja, und dann gehen die auch alle ab. Das kann man dann noch ein bisschen schöner machen. So. Jetzt erstmal bloß als Markierung eben. Und jetzt sagen wir, das hier ist der Griff. Ja, hier vorne soll die Gabel hin und eine Gabel muss jetzt, damit man dann wirklich eine Gabel hinbekommt, gibt es eine wesentliche Grundvoraussetzung, nämlich wir brauchen ein schönes, flaches, brettartiges Stück Holz. Und das kriegen wir jetzt wie hin? Naja, indem wir hier ganz viel Material abtragen, bis wir eine gerade Fläche haben und auf der anderen Seite genauso viel Material abtragen, bis wir eine gerade Fläche haben. Ich fange da mal mit an. So, kurzer Hinweis zwischendurch. Jetzt haben wir in diesem Stück Holz natürlich noch eine Markröhre. Ja? Und die Markröhre, die gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie man mit der umgeht, damit sie einen nicht nervt. Entweder man versteckt sie im mittleren Zinken und macht eine dreizinkige Gabel. Oder man macht eine Pommesgabel, also dieses V-Dingens, ja, ne, so. Dann hat man sie aber halt eben in der Höhlung der Pommesgabel drin, die Markröhre, und dann nervt sie einen auch. Oder man legt von vornherein eben dieses Brett, in Anführungszeichen, ein bisschen asymmetrisch und abseits vom Kern ab an, dass man also quasi die Markröhre da gar nicht mehr drin hat. Das heißt, ich hätte hier mehr Holz lassen müssen, hier unten, und da oben deutlich mehr wegnehmen, damit die Markröhre mit weg ist. Und dann, ja, so wäre die eine Möglichkeit gewesen. Aber es geht jetzt auch nur kurz ums Zeigen und nicht um super toll. Ja, da hat man nämlich das nächste Problem, dass sie dann da unten auch gerne mal rauskommt, die gute Markröhre. Ich mach's falsch, ihr dürft dann richtig machen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, über sein Schnittprojekt nachzudenken, während man übers Video nachdenkt und so weiter und so weiter. Ne? Über alles muss man nachdenken. So, das ist jetzt definitiv dünn genug und jetzt haben wir hier entsprechend die Markröhre. Die kann, wenn man jetzt eine Pommesgabel machen möchte, ja, super praktisch sein, weil dann kann man den ersten Schnitt in der Markröhre setzen und sich dann so Schnittchen für Schnittchen jeweils quasi hier rausarbeiten. Und dann ist die Pommesgabel recht einfach gemacht. So, das machen wir jetzt mal schnell. Ups, jetzt. Zack. Sowas hier, das geht natürlich alles nur, wenn man einen Tisch hat. Ja? Also wenn man im Wald hockt und man hat keinen Tisch, dann sucht man sich einen Baumstumpf. Oder man kann solche Sachen fast, sage ich jetzt mal, fast nicht machen. Was man auf keinen Fall macht, wie wir schon gelernt haben, ist den eigenen Unterschenkel verwenden. Das machen wir nicht. So. Ja, und so ist die Pommesgabel auch dahingehend wirklich eine Schnitzerei, die eine gewisse Praxisrelevanz hat, wenn man sein Besteck vergessen hat und im Grunde bloß eine Gabel benötigt. Ja, dann hat man nämlich die wirklich ganz, ganz schnell entsprechend hergestellt. Also funktionsfähig ist das Ding ja jetzt schon. Kann man jetzt hier noch mit ein paar
vorsichtigen Schnittchen mit der Spitze noch ein bisschen weiter. Und wenn man möchte, natürlich auch noch vertiefen. Zack. Aber im Grunde ist das jetzt schon Modell-Pommesgabel, ja? Wer mag, kann jetzt hier beliebige Verzierungen am Griff anbringen. Sprich, das hier noch ein bisschen schöner ausbauen, noch weitere Ringe entsprechend dran machen. Sowas in die Richtung. Ja, man kann auch zum Beispiel den Griff so machen, dass man da an vier Seiten einfach einen Streifen Rinde rausschneidet. Wenn dann ein Ast im Weg ist, ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Zack. Ja, und dann hat man schon ein gewisses Design für seine Pommesgabel. Aber ganz ehrlich, für, je nachdem, was ihr zu essen dabei habt, das geht damit. Zur Not kann man damit sogar auch Nudeln essen, die lassen sich da auch einigermaßen mit aufspießen. So, für eine dreiteilige Gabel im Prinzip gleiche Technik anwenden, dann wäre es natürlich gut, wenn der Ast noch ein bisschen breiter gewesen wäre. Und dann schneidet man halt eben nicht in der Mitte, sondern zweimal so ein V rein. Ja? Eins im linken Drittel, eins im rechten Drittel, in der Mitte dann halt noch so einen Spitz stehen lassen, dann kriegt man auch drei Zinken. Im Grunde ist es das auch schon. Das kann man also super selber ausprobieren. Eine einfache Gabel ist ganz schnell als super easy peasy Starter-Schnitzprojekt gemacht. Ein Löffel habe ich schon mal irgendwo anders gezeigt. Ja? Deswegen heute mal eine Gabel. Gabel geht eben noch flotter. So, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich weiß nicht, ob man es sieht, wahrscheinlich nicht, aber das Licht ist jetzt dann demnächst weg. Ich kriege im Übrigen Hunger, habe jetzt hier diverse Holzspäne hinterlassen, habe noch einen Haufen Holz übrig, wie man sehen kann. Oh, ja, das. Mal gucken, was ich damit anstelle. Werde ich auf jeden Fall, wie gesagt, noch in irgendeiner Form verarbeiten. So, ich habe mich jetzt gerade off-Kamera noch an diesem Gesellen hier versucht. Der ist nicht ganz so geworden wie gedacht. Eigentlich ist die Mundpartie, das war irgendwie anders geplant. Ne? kann jetzt auch nicht genau sagen, warum sich der so entwickelt hat, wie er es getan hat. Ich hatte neulich mal in einer Hütte mit Totholz, was noch rumlag, diesen Gesellen hier gemacht, und ich hatte auch schon schönere zum Vorzeigen von diesen Waldgeistchen. Aber das Prinzip wird, glaube ich, klar, dass die sind eigentlich wirklich ohne größere. Die Nase habe ich es mal gut hinbekommen. Schade, dass ich es beim Mund so ein bisschen verkackt habe. Ich meine, man erkennt schon, ne? man kann das erkennen, dass es ein Gesicht sein soll. Man hätte hier noch einen schöneren Hut aufsetzen können. Ja, das ist noch gar nicht mal, also die sind schon schnell gemacht, aber man braucht, also ich brauche auch noch eine kleine Anleitung bzw. eine kleine Vorlage, wenn die so ausschauen sollen, wie sie dann halt hinterher ausschauen sollen. Vielleicht habt ihr ein bisschen was gelernt, vielleicht habt ihr ein bisschen Lust bekommen, auch mal irgendwelche Schnitzprojekte in Angriff zu nehmen. Zu dem Gesellen hier würde ich, glaube ich, noch irgendwann mal, wenn ich die dann wirklich toll hinbekomme, ein Video nachliefern. Ansonsten, ich hoffe, es war erträglich mit der Schärfe der Kamera. Wenn ich es auf manuellen Fokus stelle, dann ist es halt nicht wieder richtig, sobald ich es hinlege, dann ist es dann wieder falsch, sobald ich es hochnehme. Das ist sauschwierig zu filmen, sowas. Aber ich habe extra jetzt das Makroobjektiv genommen gehabt, damit man zumindest mal nah genug dran ist am Geschehen. Und mal gucken, ob das geklappt hat. Ich weiß es ja selber noch nicht. Ich muss es ja erstmal im Schnitt begutachten. Gut, dann, jetzt habe ich hier schon wieder meine eigenen Sicherheitsregeln missachtet und hier liegen offene Messer rum. Ja, das ist, ne, sollte man nicht machen, aber passiert halt ganz, ganz schnell mal. Gut, ich bedanke mich, wie gesagt, ich wünsche einen schönen Abend, was auch immer bei euch gerade ist, und mache mich auf den Heimweg, bevor es hier duster wird. Ciao.
Ich habe ihn doch noch hinbekommen. Man muss sich die Augen dazu denken. Ich habe keinen Stift. Die kann man einfach noch aufmalen. Aber dann haben wir einen fröhlich grinsenden Schnauzbartträger. Ja? Und ohne jetzt kreativen Hut. Und ja, aber ich finde, man kann es jetzt doch erkennen, was es sein soll. Eben war ich noch nicht ganz sicher, was mache ich jetzt mit dem. Aber so kann ich jetzt halbwegs zufrieden nach Hause gehen. Sieht immerhin mal anders aus als meine Standard-Exemplare von diesen Kerlen. Die sahen nämlich alle mehr oder weniger gleich aus. Das ist jetzt mal ein anderes Bartdesign. Aber jetzt wirklich tschüss. So.